Hallo, hier ist wieder eure Gartenfemaya. Ihr seht mich gerade nicht, beziehungsweise seht ihr mich schon, aber wahrscheinlich in der Spiegelung des Aquariums. Und zwar möchte ich euch meine neuen Fische vorstellen, und zwar Paradiesfische, beziehungsweise Makropoden. Und hier könnt ihr schon ein männliches Exemplar eines Makropoden sehen und auch schon seine erste Eigenschaft, dass es eine, ein Fisch ist, welcher Luft atmet. Also, welcher von Zeit zu Zeit an die Wasseroberfläche schwimmt, um etwas Luft einzuatmen. Und beim Paradiesfisch handelt es sich um die erste Fischart, welche überhaupt jemals so in Deutschland gehalten worden ist, was nicht zuletzt auch an seiner äh, robusten Art liegt. Aber jetzt ist dieser im Wasser verschwunden. Und ich werde euch jetzt nach und nach etwas, hier sieht man mich, hallo, <laughs> zu diesen äh, sehr schönen Fischexemplaren erzählen, die sich eben hier an meinem Aquarium befinden. Man sieht den hier jetzt auch noch etwas. Ich hoffe, er kommt noch etwas näher vor die Kamera, ja, dass man ihn besser erkennt. Der Paradiesfisch gehört übrigens zur Gruppe der Labyrinthfische und er kann bis zu 11 cm groß bzw. lang werden. Man sieht es hier auch, dass es sich wohl um einen eher etwas größeren Fisch handelt. Ich habe mich nicht zuletzt auch für diese Fische entschieden. Da es sich eben, wie ich es bereits gesagt habe, um sehr robuste Fische handelt, die durchaus Wassertemperaturen von 15 bis 28 Grad ähm, aushalten können. Aber es gibt auch Makropodenart, die man weiter runterhalten kann, also die es beispielsweise sogar im Winter an einem Gartenteich aushalten können, wenn dieser in den unteren Wasserschichten nicht unter vier bis fünf Grad fällt und deswegen integrieren sich diese makropoden natürlich sehr schön in dieses aquarium hier da es ein kaltwasseraquarium ist welches also nicht beheizt wird und nur mit hilfe meines bachlaufs gefiltert wird man kann ansprechen, dass ein offenes Aquarium scheinbar für die Makropoden bzw. diese Labyrinthfische eher von Nachteil sein soll, da es passieren kann, so sagt man, wenn sie an die Oberfläche schwimmen, um äh, Luft einzuatmen, dass diese Luft dann zu kalt ist im Vergleich zur Wassertemperatur, aber da es sich hier um ein Kaltwasseraquarium handelt und das Wasser die Raumtemperatur annimmt, ist hier dann natürlich von keinem großen Unterschied auszugehen, was die äh, Temperatur angeht. Hier unten kann man dann übrigens auch noch mal einen kleinen Krebs sehen, solange wir meine Labyrinthfische nicht mehr sehen können. In diesem Aquarium befinden sich jetzt hier aktuell äh, zwei Makropoden, also ein Makropodenweibchen und ein Männchen. Da diese auf jeden Fall sehr revierfreudige Tiere sind, also, eine Vergesellschaftung mit anderen Fischen kann schwierig sein. Mit diesen Krebsen hier ist es noch in Ordnung, da diese we wesentlich ähm, kleiner sind und natürlich sich eher am Bodengrund befinden, während die Labyrinthfische sich eher im oberen Bereich des Wassers aktuell aufhalten. Und dieser kleine Krebs kann dem Labyrinthfisch natürlich auch noch etwas die, ähm, die Grenzen aufzeigen, indem er beispielsweise den Fisch äh, zwicken würde. Aber eine Vergesellschaftung mit anderen Fischen und auch untereinander kann eben schwierig sein. Wenn ihr mehrere Labyrinthfische haltet und ihr habt beispielsweise zwei Weibchen und ein Männchen, dann kann es durchaus passieren, dass das eine Weibchen sich vom anderen Weibchen verdrängt fühlt und dass das dann auch zu kritischen Situationen führen kann. Also wie gesagt, diese Fische bevorzugen durchaus eher monogamere Beziehungen. Zudem sind diese Fische auch recht intelligent. Also, es kann durchaus sein, wenn der Fisch. Hier sieht man wieder, wie er Luft atmet. Es kann durchaus sein, dass dieser Fisch, wenn er Richtung Scheibe schwimmt und mich sieht, er mich erkennt. Man sagt diesen Fischen wohl auch nach, dass sie nicht nur erkennen können, wer sich nun um sie kümmert, sondern auch, ob es sich um eine männliche oder eine weibliche Person handelt. Aber dazu habe ich noch keine persönlichen Erfahrungen. Da ich auch noch nicht oft mit diesen Paradies- bzw. Labyrinthfischen zu tun hatte, sie jetzt aber hier mal in mein Aquarium integriert habe. Aber das ist auf jeden Fall relevant zu wissen, dass es nicht nur Fische sind, die sehr robust und etwas größer sind und eine lange Lebensdauer haben, sondern dass sie eben auch Intelligenz besitzen und ihren Besitzer wiedererkennen können. Jetzt sehe ich leider keinen Fisch und keinen Krebs mehr. Ich werde mal eine kurze. Ah nee, hier hier ist wieder ein Krebs. Dann werde ich einfach mal weiterreden und euch so lange den Krebs zeigen. Ähm, ja, die Paradiesfische bzw. Labyrinthfische können ganz normal mit der üblichen mit dem üblichen Fischfutter gefüttert werden. Allerdings bevorzugen sie auch äh, kleinere Larven. Sehr, oder auch irgendwelche Mücken, die vielleicht mal ins Aquarium fallen. Hier ist übrigens gerade der weibliche Paradiesfisch zu sehen. Man kann erkennen, dass dieser wesentlich... Hier vielleicht erkennt er mich gerade oder erkennt die Kamera, da bin ich mir nicht so sicher. Man kann sehen, dass er wesentlich, ich möchte nicht sagen, unspektakulärer aussieht als der männliche Fisch, aber er ist eben weniger farbprächtig und etwas, naja, runder, finde ich fast. Ein wesentlich bisschen zurückhaltender als der männliche Fisch. Aber das hier, hier hat man eben wieder gesehen, wie er Luft geatmet hat. Aber da kann man auf jeden Fall ähm, auch mal den direkten Vergleich sehen zwischen diesen Fischen. Wie gesagt, sie geben sich mit Fischfutter zufrieden, freuen sich aber auch gerne mal über diverse Mückenlarven, welche ich aktuell auch sammle in einem Gefäß im Wasser, welches ich euch gleich mal zeigen kann, in welchem sich dann auch verschiedene. ...Fruchtstücke befinden, um Fruchtfliegen an, äh, aufzufangen bzw. einzusammeln. Aber ich denke, dass diese Fische sich schon darum kümmern werden, wenn Motten oder andere Kleinstliebewesen ins Aquarium fallen, dass sie sich diesen ähm, widmen können. Ähm, ja genau, ihr solltet darauf achten, dass das hier da etwas Fischf Fischfutter gefressen dass das Aquarium da nicht zu klein ist, aber ansonsten sind, wie ich es bereits erwähnt habe, diese Fische durchaus sehr robust. Hier könnt ihr dann nochmal meine Vorrichtung sehen im anderen Aquarium. Hier befinden sich eben Fruchtstücke und etwas Wasser und nach und nach passiert es dann manchmal eben, dass Insekten, Fruchtfliegen und andere Lebewesen äh, hier hineinfallen und sich hier sammeln und dann kann ich sie sammeln und meinen Fischen als Futter geben. Während ich euch hier einige Aufnahmen der Wasseroberfläche zeige, weil ich die Fische gerade nicht finden kann, möchte ich auch noch mal etwas zur Brut- bzw. Brutpflege dieser Fische erzählen. Und zwar handelt es sich um eine Fische der sogenannten Vaterfamilie. Was bedeutet, dass anders als man es häufig kennt, ich kann auch mal mich, dass ihr mich auch mal seht, so. Was bedeutet, dass anders als man es kennt, der Vater ein Schaumnest formt, das geschieht dann so ähnlich, wie ihr es eben beobachten konntet, wenn sie an die Oberfläche gehen und Luft einatmen und sich diese Luftblasen bilden. Und dieses Schaumnest wird dann mit Eiern bestückt, welches vom Vater bis zur Brut genauestens bewacht und vor anderen Fressfeinden geschützt wird. wird. Und die Mutter wiederum sichert dann den größeren Bereich des Reviers ab. Also ich denke, dass sich das davon unterscheidet, wie man es häufig kennt, dass eben die Mutter für die komplette Versorgung der Eier zuständig ist oder wie es auch manchmal der Fall ist, dass ein Nest gebildet wird und da gar nicht mehr weiter bewacht wird und dann diverse Tiere, Schnecken und Co. die Eier mitsamt dem Nest, mitsamt dem Nest verschlingen. Und das ist bei diesen Fischen eben anders, weswegen, wie ich es bereits erwähnt habe, aber eine Vergesellschaftung auch schwierig sein kann. Generell sind diese Fische trotz ihrer Robusthaftigkeit natürlich etwas paarungsfreudiger, wenn die Temperatur, die Wassertemperatur dann ansteigt. Hier sieht man dann nochmal den männlichen Fisch und wenn ich hier rüberschwenke, sieht man auch mal im direkten Vergleich den weiblichen. Also ich hoffe, dass man jetzt hier mal direkt erkennen kann, wie diese sich voneinander unterscheiden, dass der männliche Fisch diese orange Färbung aufweist und etwas größer ist, während der weibliche Fisch eben nicht so farbprächtig und etwas kleiner wirkt. Hier kann man sie beide auch nochmal zusammen sehen. Ein sehr rares Ereignis, muss ich sagen, dass ich diese hier mal so zusammen auf die Kamera kriege. Ähm, ja, genau. Zur Brut kann ich auch noch sagen, dass. Ähm, Generell für diese das Schwarzwasseraquarium, wie ich es hier habe, durchaus geeignet ist, aufgrund des Milieus, welches sich dann im Wasser bildet, welches auch einen Pilzbefall vermeidet der Eier und auch der Fische. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, was sich hier in diesem Schwarzwasseraquarium mit der Zeit so ergibt, beziehungsweise wie sich ja das Ganze hier mit den Fischen verhält. Aber hier kann man nochmal den einen Fisch sehen, während im Hintergrund hier der männliche Fisch vorbeischwimmt. Es ist häufig so bei Fischen, zum Beispiel auch bei Guppies, dass die weiblichen Fische etwas runder und kleiner wirken. Wobei bei den Guppies sind die weiblichen Fische eher etwas größer, aber trotzdem bauchiger. Gemein haben sie auf jeden Fall ihre Farbprächtigkeit, dass die weiblichen Fische nicht so farbprächtig sind wie die männlichen. Und das ist eben bei Guppies beispielsweise genauso. Hier sieht man den Fisch jetzt noch einmal, den männlichen Fisch in der Nahaufnahme. In seiner ganzen äh, Farbvielfalt und seiner Farbpracht. Ich werde euch da auf jeden Fall mal auf dem Laufenden halten, wie sich das Ganze hier entwickelt mit den Fischen, welche sich inzwischen hier befinden. Ich würde mich dann jetzt mit diesem Video zu meinen neuen Paradiesfischen hier verabschieden. Ihr könnt mir auch gerne mal Tipps in die Kommentare geben, was ich vielleicht noch beachten kann bei der Haltung dieser Fische oder wie ich es meinen Fischen noch angenehmer gestalten kann oder was ich vielleicht tun sollte, wenn sie tatsächlich anfangen, hier Schaumnester zu bilden. Da bin ich auf jeden Fall mal für Tipps dankbar, da ich, wie gesagt, mit diesen Fischen auch noch nicht so viel zu tun hatte, anders als mit Guppies und Co. Ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat, und mich abonnieren, falls ihr weitere Videos, auch gartenbezogenere Videos von mir sehen wollt. Das war es jetzt aber erstmal von mir. Ich freue mich auf jeden Fall, dass man die Fische jetzt zum Ende hin auch nochmal so gut gesehen hat. Bis bald, eure Maya. Auf Wiedersehen.